Jetzt sind wir im Camp Bab al-Salam angekommen. Hier leben etwa 30.000 Menschen, also sprich 6.000 Familien. Man sieht es vielleicht hier hinten. Das ist ein ganz anderes Camp wie die Camps in der Türkei, eben ein so selbst entstandenes Camp, kann man sagen. Und hier betreiben Independent Doctors Association, die Partnerorganisation der Malteser, ein Krankenhaus, man kann sagen ein Referenzkrankenhaus mit Intensivstation, Geburtenstation, Kinderabteilung, also alles, was ein großes Krankenhaus eigentlich kann. Seit wann haben wir dieses Krankenhaus? Seit 2015 arbeiten wir zunächst in einer temporären Struktur, die man auch im Hintergrund hier noch sieht, die dann in ein Ambulanzsystem umgewandelt wurde, als das Krankenhaus immer größer wurde, der Bedarf immer größer wurde. Das Camp, was man im Hintergrund sieht, ist eins von ganz vielen Camps, die noch in dieser Region, vor allem nahe der Grenze, existieren. Man sieht es im Hintergrund, die Zustände sind schwierig, um es gelinde zu sagen. Es hat noch nicht mal so viel geregnet, aber die ganzen Wege sind matschig. Also die hygienischen Zustände sind eine große Herausforderung. Das merken auch die Ärzte hier im Krankenhaus immer. Es gibt viele Hautkrankheiten, es gibt viele Durchfallkrankheiten, weil die Sanitäranlagen nicht das sind, was für so viele Menschen ausgelegt sein sollte.